Halli ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch und wie könnte es anders sein? Heute geht es um den 6. Teil der Diamonds for Love Reihe und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg, ich habe dieses Buch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich mega gefreut, dass ich auch den 6. Teil dieser Reihe wieder von euch bekommen habe. Und ich habe mich ja auch schon so wahnsinnig, wahnsinnig auf die Geschichte aus dem 6. Teil gefreut. Denn in dieser Geschichte geht es um Alice Bennett. Alice ist die zweitälteste Schwester quasi von dieser ganzen Bande. Es sind ja insgesamt 3 Mädchen, 6 Jungs. Und ja, Alice ist wie gesagt die zweitälteste Schwester. Und man hat in den letzten 5 Teilen immer schon so ein bisschen über Alice erfahren. Man weiß, dass sie 2 Restaurants hat, jetzt ein 3. mit ihrem Bruder eröffnen möchte. Man weiß auch, dass sie schon seit einer ganzen Weile in jemanden verliebt ist, den die Familie auch kennt, der quasi ein Freund der Familie ist. Und ihre Schwestern haben schon immer Vermutungen angestellt, wer das denn wohl sein könnte, aber Alice hat beharrlich geschwiegen und jetzt im 6. Teil erfahren wir denn, wer es genau ist. Und zwar ist dieser jemand Nate Becker. Nate ist der beste Freund ihres ältesten Bruders Sebastians und damit ist er für sie tabu und sie ist für ihn tabu, denn ja, beste Freunde und kleine Schwestern, naja, ihr kennt ja diese Problematik. Und wer diese Bücher kennt und die Geschichten schon gelesen hat, weiß, dass die Bennett-Männer einen ziemlich, ziemlich krassen Beschützerinstinkt haben, wenn es um ihre Geschwister geht. Und so möchten die Jungs natürlich nicht, dass ihre Schwestern irgendwie verletzt werden oder nicht richtig geliebt werden. Und wenn dann natürlich ein Freund aus der Familie sich in eine von den Schwestern verliebt, ist das dann natürlich nicht ganz so einfach, denn man möchte ja auch nicht zwischen den Stühlen stehen, wenn das Ganze schief geht. Man möchte seinen Freund ja auch nicht verlieren und das ist halt auch so mit die Problematik, mit der Alice zu kämpfen hat in dieser Geschichte. Wir lernen in dieser Geschichte, wie gesagt, Alice Bennett nochmal genau kennen. Wir lernen Nate Becker kennen, den besten Freund von Sebastian und der Mann, in dem sie schon immer heimlich verliebt ist. Und zu Beginn der Geschichte befinden wir uns auf einer Familienfeier, wo die beiden nach langer, langer Zeit wieder aufeinandertreffen. Und Nate stellt in dieser Situation auch fest, dass er mehr für Alice empfindet als nur Freundschaft. Und ja, was denn mit den beiden quasi alles passiert und ob ihre Liebe eine Chance hat oder nicht, denn mal abgesehen von diesen ganzen Familienproblematiken, die hier in dieser Geschichte drin vorkommen, ist es auch noch so, dass Nate Filmproduzent ist und seinen Traumjob angeboten bekommen hat für eine Serie, die er schon immer produzieren wollte, aber dafür muss er nach England ziehen und ja, ob die Liebe der beiden irgendwie eine Chance hat oder halt auch nicht, das ist es, worum es in dieser Geschichte schlussendlich geht. Wie ich am Anfang bereits sagte, war ich ja sehr gespannt auf die Geschichte, denn man erfährt in den ersten 5 Büchern immer so ein bisschen was über Alice und man möchte dann einfach wissen, wer ist dieser Typ, in den die verliebt ist und wie ist die Geschichte von den beiden. Und ich war entsprechend gehypt auf dieses Buch und ja, ich muss auch gerade sagen, nach dem 5. Teil hatte ich da so gewisse Erwartungen, was diese Geschichte betraf. Und ich muss leider sagen, dass diese Erwartungen nicht zu 100% erfüllt wurden. Ich fand die Geschichte super süß, ich fand die Charaktere wieder wahnsinnig toll, ich fand das Ganze drum und dran wieder richtig, richtig gut. Aber leider hat für mich dieser Wow-Effekt in diesem Buch einfach gefehlt. Und ich glaube, das lag auch einfach daran, dass ich einfach zu viel gewollt habe von dieser Geschichte und dass ich von vornherein mit einer ziemlich hohen Erwartungshaltung auch an diese Geschichte rangegangen bin. Also ich kann nur sagen, dass der 6. Teil der Diamonds for Love-Reihe, er heißt übrigens Betörende Blicke, das soll ich an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal erwähnen, dass der mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich mochte Alice, sie war super sympathisch, ich mochte Nate, er war auch wahnsinnig sympathisch. Aber trotzdem hat für mich dieses gewisse Etwas gefehlt. Das war im 5. Teil für mich definitiv da, bei der Geschichte von Christopher und Victoria, die fand ich wahnsinnig gut. Und ja, das hat halt hier für mich so ein bisschen gefehlt, weswegen diese Geschichte für mich in Richtung absolut wahnsinnig tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte geht, die man wirklich lesen kann, super für zwischendurch, aber wo mir einfach so dieser Wow-Effekt gefehlt hat. Ansonsten, was die Handlung und den Verlauf der Geschichte betraf, hat es mir gut gefallen. Es ist immer was passiert in diesem Buch. Es war nie langweilig oder es war halt auch nie so, dass man dachte so, ja, jetzt, ja, lege ich das Buch mal weg und ich lese irgendwann mal weiter. Also so war es nicht. Man wollte auf jeden Fall auch dranbleiben an der Geschichte. Man wollte auch wissen, wie es weitergeht. Und ich war halt auch gespannt auf das Ende, wie man sich dann quasi irgendwie einig wird oder halt auch nicht. Und es war wirklich toll zu sehen, wie die beiden zueinander gefunden haben, wie sie versucht haben, ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Also es war eine wirklich süße Geschichte, was den Verlauf und die Handlung betraf. Aber wie gesagt, da hat so das gewisse Etwas gefehlt. Was die Charaktere betraf, hat es mir wieder wahnsinnig gut gefallen. Ich mochte Alice total. Alice ist so
komplett der Kontrollfreak. Ich meine, sie hat zwei Restaurants eröffnet, gerade das dritte mit ihrem Bruder. Und sie versucht, alles unter Kontrolle zu haben, obwohl sie ja eigentlich für ihre Restaurants Manager hat, die das auch irgendwie alles mit erledigen könnten. Aber sie versucht halt trotzdem, alles selbst zu machen. Und ja, gleichzeitig ist sie aber halt auch so ein kleiner Paradiesvogel, die sich immer ganz bunt anzieht und versucht halt nach außen auch immer fröhlich zu sein. Und sie ist halt auch nicht auf den Mund gefallen. Also sie hat immer einen Spruch auf den Lippen und weiß sich da auch zu wehren, was die Männer betrifft. Und ja, also Alice hat mir vom Charakter her wirklich wahnsinnig gut gefallen. War mir super sympathisch von der ersten Seite an. Was Nate betraf, ging es mir ähnlich in dieser Geschichte. Nate sieht natürlich wieder wahnsinnig gut aus. Er trifft von der Optik her genau wieder meinen Geschmack. Und ja, auch er ist ein sehr, sehr sympathischer Charakter. Er hat auch wieder diese typische Alpha-Männchen-Ausstrahlung. Er ist der große, starke Mann, der die Frau auf Händen trägt, wie wir es auch aus den anderen Büchern schon kennen. Und ja, er hat auch einen sehr krassen Beschützerinstinkt und er ist sehr, sehr liebevoll Alice gegenüber. Also er ist wieder vom Charakter her wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Und ja, wie auch die anderen Männer in diesen Büchern, in dieser Reihe. Ja, es ist einfach eine tolle Familie und es sind einfach wahnsinnig tolle Charaktere, die in dieser Reihe drin vorkommen. Ich kann nur sagen, dass mir auch die Nebencharaktere wieder wahnsinnig gut gefallen haben. Wir haben natürlich hier wieder den kompletten Bennett-Clan, der wieder mit drin vorkommt. Wir haben noch ein paar andere Nebencharaktere, die in diesem Buch, in diese Geschichte eingeführt werden. Dazu möchte ich jetzt aber auch nichts weiter sagen, weil diese Charaktere spielen für die weiteren Teile vielleicht noch die eine oder andere Rolle und ich möchte hier niemanden spoilern. Und ja, also was die Charaktere betrifft, hat es mir wieder wahnsinnig gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, sie waren mir wieder super sympathisch und ja, was das betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder in San Francisco und ich glaube, ich brauche hier nichts mehr zum Setting zu sagen. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich liebe die Beschreibungen, ich liebe die Umschreibungen, ich liebe die Orte, die Layla Harkin hier ausgesucht hat, um ihre Geschichten spielen zu lassen. Und ich kann auch nur sagen, dass mich das Setting auch in diesem Teil wieder vollkommen überzeugen konnte und dass ich liebe San Francisco als Setting einfach in dieser Reihe. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig toll. Kommen wir als letztes auch hier nochmal mit zum Schreibstil. Und auch da kann ich nur sagen, dass mir dieser wieder wahnsinnig gut gefallen hat. Diese Bücher lassen sich einfach so locker und leicht zwischendurch mitlesen. Man fliegt quasi nur so durch die Seiten und Layla Harkin hat so eine ganz einfache, lockere, sympathische Art, diese Bücher zu schreiben. Sie schreibt halt teilweise sehr romantisch, sehr sexy und das ist einfach eine tolle Mischung in dieser Reihe. Und mein Fazit zu diesem Buch ist, dass auch der sechste Teil der Diamonds for Love Reihe wieder eine absolut süße, niedliche Liebesgeschichte war, wo mir aber persönlich das gewisse Etwas gefehlt hat, dass ich diesen Wow-Effekt hatte, so wie im fünften Teil bei der Geschichte von Christopher. Ich weiß nicht, was da anders war, aber da war es auf jeden Fall so, dass ich nur so dachte so, oh mein Gott, das Buch ist so gut. Und das hat mir halt hier so ein bisschen gefehlt. Deswegen für mich der sechste Teil in die Kategorie absolut süße, niedliche Liebesgeschichte gehört, die man super so für zwischendurch lesen kann. Aber es hat mich halt einfach nicht umgehauen. Und ich bin jetzt aber schon sehr gespannt, was jetzt in den nächsten drei Teilen noch passiert, die nächstes Jahr dann erscheinen werden. Man hat die Termine, wann sie jetzt herauskommen, auch schon veröffentlicht und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichten noch von Blake, Daniel und von Summer. Und mehr kann ich an dieser Stelle auch nicht sagen, außer dass ich diese Reihe immer noch liebe, ich sie euch immer noch empfehlen kann. Und wenn ihr Bock auf Liebesgeschichten habt mit einer ganz, ganz tollen Familie, dann schaut euch die Diamonds for Love Reihe auf jeden Fall an. Das war meine Buchvorstellung zu Diamonds for Love, betörende Blicke. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und jetzt kommt die Sonne raus. Was ist hier los? Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!